Was? Ah, so. Okay, Leute. Sailor Moon, weiter geht's. Es ist immer noch der zweite Tag, die zweite Sitzung. Zweiter Teil der zweiten Sitzung. Und wir müssen unseren Bruder retten. Obwohl der uns eigentlich gar nicht groß interessiert. Aber er wurde von Monstern attackiert. Und wir können die XP gebrauchen insofern. Why not? Ich meine, ich tue es für die XP. Nicht, weil ich den Bruder irgendwie mag oder so. Ich kann die XP gebrauchen. Also, komm. Don't interfere. Ja, doch. Kerenay Green. Das sind halt auch so Gegnernamen. Okay. Also, alle wieder mit den stärksten Attacken. Wir haben ja jetzt inzwischen genug Mana für alles. Oh, der Boss hat mir einen Punkt abgezogen. Fies. Ja, so geht das. 60, jetzt nochmal 50. Ah, immerhin. Hey, da nützen die Spezialangriffe sogar was bei dem Ding. Okay, da ist nicht so sehr, aber... nochmal den, weil der hat es jetzt nicht so gefruchtet. Zählmung kann es nochmal machen. Ah, wir haben keine mehr. Ja, egal, dann halt nochmal der Angriff. Sonic Wave, oh Gott. Und dann noch nicht mal getroffen. Wuhu! Yay, ich habe den Mega-Boss besiegt. Level up, level up, level up für alle. Außer für Sailor Moon, für meinen Charakter. Nee. Thank you, Sailor Moon. It's alright, Shin God dat dat. Achso. Ihr Bruder weiß nichts von ihrer Identität als Sailor Moon. Na, okay. Weil der Gunsei Sho ist, ja. Das wundert mich nicht. Ginsui Sho, der Diamant von der Königin, wir wissen es ja. Okay, heißt das jetzt, dass es klar ist, wo ich hin muss? Also eben zu der Königin? Oder soll ich einfach nur aus dem Haus und dann wird die Story weitergeführt? Also speichern wir erstmal nochmal, weil wir sollen ja oft genug speichern. Außerdem will ich meine Schande vom von meiner abwechselnden Speichertaktik ausgleichen. So, jetzt stimmt's wieder. Okay, auf geht's. Kriege ich gerade Durst auf Alkohol, ich weiß auch nicht. Aber ich halte es noch aus. Ich werde es noch aushalten für Sailor Moon. So, und jetzt ist die Mutter doch bestimmt voll dankbar und gibt uns irgendwas ganz Tolles. Ja, Mutter hat natürlich auch keine Ahnung. Mit dem Telefon kann ich auch nichts machen. Toll. Ist ja voll langweilig. Also der dramatische Spannungsbogen zerreißt mich förmlich gerade. Ah, okay, ich werde angesimst, oder was? Wahnsinnig spannend alles, auf jeden Fall. Ach, die Katze. Zum Schreien, na gut. Okay, gut, ich will... Ist das ein fahrender Händler, oder? Oh, es ist so spannend. Ich halte es kaum aus. Oh. Diese Spannung ist kaum auszuhalten. Ja, immerhin machen die anderen jetzt auch langsam mal ein bisschen Schaden. Das ist ja beruhigend. Ah, komm schon. Yay. Der Witz ist, ich habe Heil-Items, aber ich brauche die alle gar nicht wirklich, weil nach jedem Kampf werde ich regeneriert und ich kann quasi bisher zumindest noch keinen Kampf verlieren. Oh, we meet again. I'll help you recover. Okay. Ist ja nicht so, dass ich die HP nicht eh schon gehabt hätte, deswegen, egal. Okay, zum Schreien. Wir wissen ja zum Glück jetzt, wo es lang geht. Also was heißt jetzt, wussten wir ja letztes Mal schon. Hm.
Nämlich nach rechts raus müssen wir dann. Was mir gerade einfällt, wenn es jetzt nicht gleich schon zu spät ist, was ist mit diesen Teamangriffen? Kann ich da jetzt schon was? Immer noch nicht. Brauche ich die anderen Diamanten-Edelsteine? Na gut. Na gut. Ist ja auch immer noch das erste Kapitel. Wieso ist das erste Kapitel zu lang? Das ist viel zu lang, das erste. Ich nehme an, dass nicht nur das erste Kapitel viel zu lang ist, auch schon das ganze Spiel, aber. Ich meine, es ist Lebenszeit, die mir verloren geht. Und wenn es nicht Zen wäre, für den ich das spiele, dann hätte ich das natürlich schon längst in die Ecke gedonnert. Und nie wieder angeschaut. Nie wieder. Oh Gott. Und wenn die Kämpfe kein XP geben würden, dann hätte ich das auch gelassen. Ich spiele übrigens, falls ich das letztes Mal noch nicht, also gestern noch nicht erwähnt habe, natürlich mit Gamepad. Mit einem, wie ich finde, ziemlich großartigen Xbox Gamepad mit einem USB-Anschluss. Eignet sich, finde ich, hervorragend für alle möglichen Spiele. Konsolenspiele eben natürlich vor allem. Erzähle ich jetzt aber auch nur, weil ich meine, was gibt es bei dem Spiel zu erzählen? Ihr seht ja, was passiert. Und es ist nicht besonders viel, was passiert. Ich bin wahnsinnig in die Story investiert und in die Charaktere. Ich bin absolut begeistert von der Technik und der Grafik und dem Sound. Komm, jetzt lass mich schon zum Schreien durch. Noch rechts. Okay, komm. Gleich hab ich's. Ist auch so egal, wie die Gegner heißen. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und wahrscheinlich muss uns erstmal die Katze beibringen, dass wir überhaupt Team-Attacken durchführen können. Ach Gott. Mir ist auch völlig egal, welche Items wir kriegen, weil wir haben schon jede Menge Heil-Items, aber haben das noch kein einziges Mal gebraucht. Und ich glaube irgendwie auch nicht, dass wir das so schnell brauchen werden. Außer ich mache wirklich was wirklich verkehrt und greife irgendwie meine eigenen Freunde an oder sowas mit dem Kampf. Wobei das wahrscheinlich noch nicht mehr geht. Oder? Probieren wir mal kurz. Kann ich jemanden von mir angreifen? Nein, ich kann drücken, was ich will. Ich kann niemanden von mir selbst angreifen. Ja, das würde das klären. Ich kann wahrscheinlich nicht versagen. Noch ein Puzzlestück. Yeah! Nur so Spaß. Wie sieht das Puzzle im Moment aus? Oh, immerhin. Immerhin. Da ist der Schrein. Was funktioniert hier super? Der Typ, ehrlich. Okay, das macht immer noch nichts. Okay, wo ist jetzt diese verdammte Katze? Na, Speicherpunkt, ja. Komm. Und mein Luck ist jetzt runter auf Normal. Wird es jetzt immer schlechter bis zum Ende des Spiels? Bis ich dann Bad Luck habe oder Very Bad Luck? Und wie gesagt, was ist Luck überhaupt? Was wird das gemessen? Wieso habe ich Normal Luck? Oder hätte ich Pretty Good Luck, wenn ich alles perfekt gekämpft hätte und sowas? Ach, Leute. Oh Gott, die Katze ist nicht alleine. Es ist noch eine Katze. We've been waiting, Sailor Moon. What do you know about the enemy? I looked up some info on the Crystal Palace's computer. It appears to be that the enemy has arrived from the future.
about the Black Moon is, no, these enemies are from beyond the time of the Black Moon. Der schwarze Mond. Was ist der schwarze Mond? Ich weiß es nicht. Manipulate time, das haben wir ja schon festgestellt. They've used the time-space door to get here. Zu dem wir übrigens den Schlüssel doch haben, oder nicht? Zu diesem Zeit-Raum-Kontinuum haben wir doch einen Schlüssel. Ja, aus der Zukunft angereist, das habe ich schon kapiert. Serenity, wer es auch immer sein mag. Then surely the enemy will just close this time-space door. Die planen bestimmt irgendwas, ja, davon gehe ich aus. Darf ich nur mal kurz darauf hinweisen, dass ein Komet auf die Erde zugeschossen kommt? Nur so nebenbei. Hat sich ja nicht geändert, nehme ich an. Ich meine... Was für ein Computer? Ist das jetzt ein Computer, das Hologramm? Hä? Was zur Hölle ist das jetzt? Die Opposite-Sinn. Ah ja. Das Feuersinn hatten wir ja vorher schon. Also letztes Mal, gestern. I am the Opposite-Sinn. One of the Senshi who changed destiny. I shall kill you in ein... Ah, okay. I completely rule her destiny. Take a look at this. Hey, wir werden endlich von den wirklich Bösen angegriffen. Sailor Mercury, Sailor Mars. Sailor Jupiter. Sailor Venus. Das sind wir in der Zukunft jetzt, oder was? Hä? Oh, und jetzt sollen wir zur Schule gehen. Und die anderen... Also, ach so, deswegen zwei Teile der Gruppe und der andere Teil wurde jetzt entführt oder was und... Oh Gott. Das ist definitiv eine Falle, ja. Aber ich meine, ich habe ja eh noch keinen Kampf verloren. Noch nicht mal annähernd. Genau, komm. Also ich würde sagen, alle zur Schule. Los geht's. Genau, die anderen Senshi. Ich kann meine Freundin nicht im Stich lassen. Sehr gut. Und jetzt ist die Katze natürlich wieder da. Prima. Jetzt war ich so froh, die dumme Katze los zu sein. Alter Falter. Und immer noch das erste Kapitel. So gefühlt. Ich meine, ich sitze jetzt, was, 2 Stunden dran. Gefühlt müsste das jetzt schon so das 5. Kapitel sein, weil Gott, es geht einfach nicht vorbei. Oh. Ja, und natürlich wieder Zufallskämpfe ist schon drin. Sen hätte mir, glaube ich, kein besseres Spiel auftragen können. Oh, Mann. Wenigstens habe ich jetzt gescheit HP, nicht so wie vorhin mit 8 oder so, wo die eine da oben links fast gestorben wäre. Wobei natürlich Leute bestimmt hier nicht sterben, sondern einfach nur... Ich meine, es ist Sailor Moon. Die werden wahrscheinlich einfach nur bewusstlos, so wie heute bei anderen Spielen. Und ich bin noch nicht mal irgendwie... Ich habe noch nicht mal die Motivation, jetzt so die ganzen... Spezialtechnik anzuwenden, weil würde wahrscheinlich Sinn machen, aber ich habe einfach die Motivation nicht. Ich spüre auch übrigens so, wie mein Bedürfnis nach Zucker und Alkohol zunimmt, immer mehr während dem Spiel gerade. Ich kann es spüren, dieses Verlangen, dieses Verlangen. Okay, komm. Scheiß drauf.
Nee, du nicht. Und es ist bestimmt auch so, dass verschiedene Angriffsartentypen verschieden stark wirken bei verschiedenen Gegnertypen und sowas. Aber auch da interessiert es mich kein bisschen. Das ist mir sowas von scheißegal. Ich greif einfach an, wie ich Bock hab. Ist mir doch so schnurz. Das gibt's gar nicht. Genau, wie ich vorhin schon vermutet hatte. Jetzt, also später erst, natürlich, muss ich tatsächlich in die Schule rein. Ist es jetzt auf einmal dunkel geworden? Hä? Was? Wir sind gerade in einer Illusion? Wer ist die Lady? Was passiert hier? Mhm. Ah ja. Ach so, nee, die Schule ist dunkel. Okay. Hier irgendwas? Ich meine, wenn ich in den Zimmern kein XP kriege, dann gehe ich einfach gleich ganz hoch. Ich meine, ich weiß ja schon, wo es lang geht. Sailor Mercury! Ach so, müssen wir jetzt in jedem Stockwerk eine von denen retten, oder wie? Und uns dann hoch zum Dach kämpfen. Und um da dann... Oh Gott. Wer ist der Typ? Und wieso heilt er mich einfach so? Und ist doch so egal, ich krieg doch eh volle HP nach jedem... Oh. Ah, okay. Da ist ja schon die erste. Gut. This child is dreaming wonderful fantasies. Do not intrude. Ja, das hast du schon bei dem Bruder probiert. Ah, ist in meinem Traum von der, oder wie? Okay, da ist die Ärztin und was? Mhm, mhm. Ah, sie träumen sich also gerade eine angenehme Gegenwart. Und die nehmen wir ihr gleich wieder weg, indem wir den Bösewicht zerstören, der dafür zuständig ist. Ja, gut. Klar, damit. Hey, wir. Okay. Mareed. Holen wir sie aus ihrem perfekten Traum raus, der besser oder schöner nicht sein könnte. Zurück in die böse, böse Welt. Sagt, du hast gekriegt, dass ich sowas wie Gift oder so mache. Oioioioioi. Oder kann ich jetzt einfach nichts sehen bei meinen Angriffen? Ah, und es trifft mich noch nicht mal. Alter Falter, das ist echt ein Hammer. Das Spiel ist gerade irgendwie langsamer geworden. Ach, Gottes Willen. Gott verdammt. Sen, was tust du mir da an? Siehst du, was gerade passiert? Oh, viel zu lange Animationen. Na prima. Okay, also die ist so nichts zu gebrauchen. Die dunkelhaarige. Die ist so absolut nichts zu gebrauchen. Was soll denn? Wieso hab ich die überhaupt hier? Oh Mann. Okay, das war jetzt auch nicht gerade toll. Achso, nein. Nein, nein, du nicht. Du auch nicht. Ich habe so eine Ahnung, irgendwie ist es tatsächlich gerade langsamer alles. Was natürlich toll ist, weil genau was ich haben will bei einem Spiel wie Sailor Moon. Dass es noch langsamer läuft, das eh schon. Hervorragend. Oder ich meine, ist es absichtlich Zeitlupe, weil es so ein Bosskampf ist, oder... Ich meine, Gott, wir sind noch langsamer, oder was?
Oh. Was gebe ich mir Mühe, ey? Was gebe ich mir Mühe? Okay, nur Sailor Moon ist die einzige, die wirklich eine gescheite Attacke hat. Alle anderen gehen jetzt einfach mal wieder auf normalen Schuss. Oh, ist das anstrengend. Ein viel zu langer Bosskampf. Ich meine, was ja okay wäre, wenn das Spiel spannend wäre und sowas. Aber so ist es halt. Ich meine, ich weiß, dass mir nichts passieren wird. Dass ich einfach nur 5000 Mal auf ihn rumhacken muss und so. Okay. Ja, ich meine, es ist keine Spannung drin, es ist klar, wie es ausgeht. Zumindest bei den Kämpfen und sowas. Gott, sag bloß, jetzt krieg ich mit einem Charakter nur so 3 HP von ihm abgezogen immer. Oh, herrlich. Wie ich mich freue. Was zur Hölle? Was sagt die da? Na endlich! Ugh. Ugh. App Medic. Okay, was soll das, ein App Medic? Ist das da, um das ganze Team wieder auferstehen zu lassen oder was? Meine Güte. Don't forget, the dream is the destiny that you truly desire. Ja, hat schon gar nicht schlecht ausgesehen. Wahrscheinlich eine Zukunftsvision so gesehen. Ja. Ja, 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 ja. Lass mich nicht liegen. Kein Problem. Kommt bestimmt nicht noch ein Monster vorbei und ist ja wurscht. Okay, vielleicht kann er mir hier tatsächlich. Okay, kann ich auch irgendwo speichern? Also, kurzer Hinweis, falls ich, ich glaube, ich speichere mal ganz oben, wenn dann. Zur Not kämpfe ich mich tatsächlich erstmal durch alle Stockwerke. Weil jedes Video knallhart bei einer halben Stunde zu halten. Werde ich nicht durchziehen, ich will es immer schon ein bisschen logisch nach Speicherpunkten machen. Das heißt, wenn es zu einem Speicherpunkt halt so ein paar Minuten länger dauert, dann ist das Video halt ein paar Minuten länger. Dann ist das halt so. Hä? Welches Kind? Wo war denn da ein Kind? Ich frage dich. Ach, da. Do you really want to help her? Yes. Erstens brauche ich die XP, zweitens bin ich sogar bei so schlimmen Spielen wie Sailor Moon immer noch auf der guten Seite. Ich meine. Tut mir ja schon fast leid. Oh Mann. Okay, immerhin ist es wieder einigermaßen schnell. Ich hoffe, das wird nicht wieder langsamer wie vorher. Das wäre schon sehr sadistisch von den Programmierern, wenn sie es absichtlich langsamer laufen lassen würden. Okay, bringt alles nichts bei denen. Sailor Moon macht ihre gescheiten Attacken. Ah! Wow! Der Toxic Mist hat tatsächlich einen getroffen von mir, ist der Wahnsinn. Hey! Rechtzeitig besiegt, bevor der das gefährden kann. Sehr gut.
Mars, Mars. Und ihr habt bestimmt auch einen ganz tollen Traum, aus der sie rausgerissen wird. Forgive me, Ray. You're my only true love. Ja, natürlich, wir haben alle die schönsten Träume ihres Lebens, wo alles in Erfüllung geht, was sie haben wollen. Und jetzt reißen wir sie einfach raus. Schön. Wir werden für immer zusammen sein. Mama, Osama. Bin so glücklich. Na prima. Also ich wäre schon ganz schön angepisst, wenn ich aus sowas machen würde. Aber then again. Irgendwann muss man immer zurück ins wache Leben. Oh Gott, das wieder ist doch wieder philosophisch. Ah! Was? Okay. Ich finde es jetzt im Moment gar keine schlechte Idee, tatsächlich das Video einfach so lang laufen zu lassen, wie ich jetzt brauche, um hoch zum Speicherpunkt und zum Abschluss von der Schule zu kommen. Weil dann repräsentiert quasi die Videolänge von diesem Video so ein bisschen die Qual, die ich durchleiten muss, um für Zen und für alle anderen, die mir zuschauen, ein paar Spiele zu spielen. Okay, bestimmt auch wieder gleich hier im ersten Raum. Nein, sag bloß in dem anderen. Nein, oh Gott. Finde das Märchen, das du retten musst. Toll. Super Spiel. Spiele ich immer sehr gerne. Da ist sie wohl, so wie die laufen. Jupiter, oh Gott! Darf ich kurz anmerken, es ist immer noch das erste Kapitel und es... Oh, Mann. Ich meine, es ist ja noch nicht mal eine schlechte Idee. Ich meine, auch nicht gerade einzigartig, aber so die Idee von... Traum und Wirklichkeit und dass viele Träume so viel schöner sind als Wirklichkeit und es quasi eine super Idee von Bösen sein kann, Leute einfach in einen Traumzustand zu versetzen, wo sie eben so glücklich sind, wie sie im echten Leben nicht sein können und sowas, aber aber die Moral, wie gesagt, ist, dass am Ende das wahre Leben immer noch besser als jeder Traum ist, oder nicht besser als jeder Traum, aber halt eben das wahre Leben. Und egal wie schön die Träume sind, im wahren Leben sollte man sich bemühen, seine Träume zu verwirklichen, so in dem. Naja, beautiful cloth to wear. Where. Alles, ja, genau. Das soll wohl jetzt auch lustig gewesen sein. Okay, vielleicht auf einen so wie den Tod, vielleicht wirkt da ja sowas wie Death Reborn Revolution. Meine Güte. Okay, komm, auf geht's. Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Na, immerhin. Jetzt erst merke ich, dass sie tatsächlich den Namen vom Angriff laut aussagen, wenn sie den ausführen. Das macht natürlich Sinn. Ist mir aber vorher gar nicht so aufgefallen. Naja. World Shaking! Toll. Death Reborn Revolution! Muss bei Robert Decke! Heart Attack. Ich denke gerade so an Heart Attack wie Herzinfarkt, das wäre natürlich auch eine tolle Attacke. Yay! Level up. Ihr Traum, ja, natürlich. Und natürlich geht es vor allem um Männer. Wir lieben uns, la. Du liebst mich doch. Und ich liebe dich doch. Und ah.
Oh. Oh, ist das hier nochmal drauf gedrückt? Auf die Tränendrüse. Okay, letztes Stockwerk, komm. Ah, Speicherpunkt, okay. Dann beenden wir diese Folge hier. Kämpfen uns. Jetzt ist mein Luck wieder gut, wieso? Keine Ahnung. Beenden wir dieses. Ach Gott, schon 13 Speicherpunkte und es ist immer noch das erste Kapitel. Genau, beenden wir hier und sehen uns jetzt gleich. Sehen uns dann. Also für mich gleich, für euch dann das nächste Mal einfach. Wenn wir uns das Dach hochkämpfen und die erste Gruppe an Bösewichten zum ersten Mal besiegen und vielleicht dann irgendwann auch mal das zweite Kapitel anfängt, hoffentlich. Oh Gott, ich hab so eine... Bis dann mal. Ciao, macht's gut.